Guten Morgen, Björner 13 fragt, warum sammeln Menschen gerne Sachen, die eigentlich total nutzlos und für nichts zu gebrauchen sind? Nun, es wird dich wahrscheinlich überraschen, Björner 13, aber tatsächlich hat das Sammeln beim Menschen schon eine zigtausende Jahre alte Tradition. Einfach weil früher, als es noch keine Supermärkte gab, wir hatten ja damals nichts, die Leute von dem leben mussten, was ihre Felder, Gärten und Äcker so hergaben. Gurke vom Acker schmeckt immer so nach Gurke. Und da war im bitterkalten Winter immer der klar im Vorteil, der im Sommer genug Nahrung gesammelt hatte. Wie Hunger! Hast wohl im Sommer nicht genug gesammelt? lecker Mandarinen! Okay, ich weiß, Mandarinen haben im Wintersaison. Naja, jedenfalls veränderte die Erfindung des Supermarktes das Leben der Menschen schlagartig. Das Sammeln von Lebensmitteln wurde irgendwie sinnlos, wenn der Discounter an der Ecke bis 22 Uhr geöffnet hat, und so lenkten die Menschen ihren Sammeltrieb auf andere Dinge. Oh, der weiße Mauritius. Teilweise mit durchaus ähnlicher Motivation. Na, noch nichts gefunden? Guck mal hier, der weiße Mauritius. Und so sammeln die Menschen Gegenstände wie seltene Steine, Briefmarken oder Kronkorken. Oh. Der weiße Mauritiusöl. Andere sammeln Erfahrungen. Oder einfach nur Freunde auf Facebook. 498, nur noch zwei, dann habe ich die 500 geknackt. Und wenn ich echte Freunde hätte, würde die das bestimmt interessieren. Im Laufe der menschlichen Sammler-Evolution haben sich dabei 6 Arten von Sammlern herausgebildet. Nummer 1, der systematische Sammler. Der systematische Sammler sammelt gezielt und nur ganz bestimmte Sorten einer Sache. Oh, eine seltene etruskische Golddublone, die ist bestimmt Millionen wert, aber ich sammle ja nur Silbermünzen von 1748 bis 55, also nein. Nummer 2, der unsystematische Sammler. Der unsystematische Sammler sammelt vor allem so viel wie möglich, allerdings ohne den Drang, das Gesammelte irgendwie zu sortieren oder einzuordnen. Und was ist da hinten? Das ist meine Baumsammlung. Sieht aus wie ein Wald. Baumsammlung. Nummer 3, der Vollständigkeitsfanatiker. Der Vollständigkeitsfanatiker muss alle Exemplare einer Art haben. Ja, ein Kalbstein. Damit habe ich alle Steine in meiner Sammlung der nach Paarhufern benannten, aber nicht mit ihnen verwandten Steine. Oh nein, das ist nur ein Stück Drupor. Aber fast. Nummer 4, der Historiker. Dem Historiker geht es vor allem darum, mit seiner Sammlung die geschichtliche Entwicklung des Sammelgegenstandes zu dokumentieren. Nun, bei diesem Exemplar aus dem Jahre 2012 kann man deutlich erkennen, dass damals noch eher die runden Formen bevorzugt wurden. Nummer 5, der Geschäftsmann. Der Geschäftsmann sammelt vor allem, weil er sich eine Steigerung des Wertes seiner Sammlung erhofft. Diese Goldmünzensammlung habe ich vor 4 Jahren erworben. Und jetzt schauen wir doch mal, wie sich der Goldpreis seitdem entwickelt hat. Klappt nicht immer. Nummer 6, der ich sammle für einen Freund-Sammler. Dies ist in der Regel ein leidenschaftlicher Sammler, der sich seine Sammelleidenschaft allerdings nicht eingestehen kann, weil er Angst hat, in seinem sozialen Umfeld als seltsamer Nerd zu gelten. Was? Nein, ich lese keine Comics. Das ist für meinen Neffen, der sammelt die. Und das ist genau die Ausgabe, die er noch braucht. Die weiße Mauritius. Sammelst du, und wenn ja, welcher Sammeltyp bist du? Dieses Video jedenfalls wurde unterstützt von den Machern des Films Rico, Oscar und der Diebstahlstein, der am 28.04. in die Kinos kommt und in dem es unter anderem darum geht, was passiert, wenn man so eine kuriose Sammlung erbt. Link in den Fußnoten. Tschüss und bis bald.